Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 107. Das Ganze wie immer Freitag pünktlich 16 Uhr hochgeladen und ihr seht schon im Hintergrund hier laufen nur ein paar Informationen ab. Ich wurde im letzten Video gefragt, ich wurde gebeten, mal ein paar Informationen zu diesen Platinchen zu geben. Das habe ich jetzt hier eben gemacht. Die habe ich kurz eingeblendet, so dass ihr sehen könnt, was das für Platinen sind und wie sie funktionieren und wo man sie bekommt. Das Ganze ist meines Erachtens ein italienisches Produkt. Das ist also aus einem italienischen Shop bestellt worden. Und ja, das kann man in verschiedenen Varianten, kann man das ordern. Das heißt, ich habe hier gerade meine Milchmädchenrechnung eingeblendet. Und zwar, wenn man diese Platine haben möchte mit zwei Drucktastern. Das heißt, so wie ich es benötige. Das heißt, zwei Drucktaster. Weiche hoch, weiche runter und so weiter und so fort. Dann kostet die in der Aktion, die ist gerade in der Aktion, 10 Euro. Ja, vier Stück habe ich vorerst benötigt und wir sehen ja im Hintergrund schon, was ich gemacht habe. Ich habe mir also was anderes bestellt. Ja, 10 Euro plus Versand komme ich locker auf 45 Euro, vielleicht auf 47, vielleicht auch irgendwo auf 50 Euro. Und dann habe ich gedacht, nö, das brauchst du eigentlich nicht. Du hast dann wieder vier Platinen, die du irgendwo mit aufbauen musst, die du irgendwo mit festschrauben musst. Und dann habe ich mich ein bisschen belesen, ein bisschen im Internet gesucht und ein bisschen gemacht. Das war, ja, viele werden das Produkt kennen, was ich hier zeige. Ich kann das noch nicht. Für mich war es irgendwo neu, bin ich ehrlich sagen, obwohl ich mich schon eine ganze Weile damit beschäftige. Und dieser Faller Servo, ja, dieses Teilchen, was wir da eben hatten, das ist genau nach meinen Ansprüchen, die ich habe. Das heißt, ich kann vier Servos anschließen und ich kann pro Servo zwei Taster anschließen. Ich kann die Servogeschwindigkeit verändern und ich kann die Aussteuerung, die Ausschläge der Servos einstellen, wirklich ganz genau per Drucktaste, da geht es immer nur so ein kleines bisschen weiter, so dass ich meine Weichen wirklich exakt stellen kann, denn wir haben ja gesehen, wie das bei mir funktioniert mit diesen Umlenkgelenken, die ich da hinten reingebaut habe und wie auch immer. Da muss ich zu diesen Umlenkgelenken ja auch mal sagen, dass ich diese Gelenke damals mir gebaut habe, als ich noch keinen 3D-Drucker hatte. Heute würde ich mir das ein bisschen anders machen und ich werde es wahrscheinlich auf dem zweiten Teil meiner Anlage sowieso ein bisschen anders machen. Da wird die Umlenkung unten, da werde ich mir ein Gelenk bauen, irgendwas in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich das mit zwei Kegelzahnrädern mache oder ob ich mir was anderes einpflasse. Ich habe überhaupt noch keinen Plan, aber ihr kennt mich vielleicht. Irgendwas wird mir schon einfallen, was besser funktioniert. Nicht besser. Es funktioniert bei mir hervorragend. Wir werden nachher noch mal ein paar Aufnahmen sehen, wo ich auch das Schalter, wo das Signal dazu sehen. Und entsprechend dann, ja, werden wir sehen, es ist recht zuverlässig. Also nicht nur recht, es ist zuverlässig. Wer sich wundert, im Hintergrund läuft das Video gerade ab und ich babbel hier was ganz anderes als irgendwo ist. Wer jetzt lieber das Video gucken möchte, was ja auch verständlich ist, der schaltet mich einfach mal ab, macht den Ton aus oder wie auch immer. Denn so viel tolle Sachen passieren da im Hintergrund eigentlich gar nicht. Doch, die passieren schon. Es ist recht interessant, was ich da mache. Hier sehen wir ja gerade, wie ich das anschließe und auch dass die Programmierebene nahe mache. Das kann man sich also gerne angucken. Und wer Fragen dazu hat, ich kann gerne noch mal ein separates Video machen, aber es ist im Grunde genommen recht einfach, es ist recht selbsterklärend im Grunde genommen und ich habe das hier. Ach, Moment, da sehen wir es gerade. Hier sehen wir diesen, im letzten Video übrigens auch ähnlich zu sehen und wir sehen, dass das sehr zuverlässig gebaut ist im Grunde genommen. Ja, diese Messinghülse, die da hinten nach oben geht, das läuft ganz sauber und die geht ja direkt, oh, das war die Stimme weg. Die geht direkt bis da oben hin. Und bei der Etage oben drüber, meine obere Ebene sozusagen, geht das auch bis hoch. Das sind bis zu 60 cm geht das nach oben hin. Und das Schöne ist, dass man auch diese Messinghülse, die kann auch ein bisschen krumm gelegt werden, weil der Federdraht, der innen drin durchläuft, der ist so dünn gewählt. Also ich habe die Messinghülse ein bisschen größer gewählt. Der läuft ja so sauber. Ich kann das sogar leicht um die Ecke biegen und dann habe ich entsprechend immer noch alles
dass das oben angesteuert wird. Und jetzt habe ich mich doch von meinem eigenen Video inspirieren lassen. Ich hatte ja gerade was ganz anderes erzählt und erzähle nun dann doch was zum Video, aber ist ja eigentlich auch egal. Und zwar war das nächste Problem, was ich hatte, ja, die Signalsteuerung. Jetzt habe ich überlegt, was tue ich da jetzt? Das ist ein schönes Deutsch. Was tue ich da jetzt machen? Was mache ich jetzt als nächstes? Ich hatte erst überlegt, über bistabile Relais da was zu bauen. Das heißt, wenn die Signale reinkommen in diese Servoantriebe, dass das entsprechend umschaltet. Das ist ja alles möglich, weil ich ja zu jeder Weiche ein Relais geschaltet habe. Aber ist auch egal. Das wäre also eine ganz normale Lösung gewesen über bistabile Relais. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte ja früher in den ich habe ja noch jede Menge davon, von diesen Konrad-Weichenantrieben habe ich ja mir das mal drin angeguckt und da verschieben sich lediglich so ein paar kleine, was ist das, Kupferkontakte, die da hin und her fahren. Also eine ganz, ganz simple, einfache Technik, gedacht ja ursprünglich für die Herzstückpolarisierung. Hier sehen wir übrigens den Test, der funktioniert hat. Ich hinke ein bisschen hinterher mit erzählen. Also ein reiner mechanischer Umschalter sozusagen in den Antrieben drin. Und da habe ich mir gedacht, was liegt denn eigentlich näher? Nicht auch wieder mechanisch. Also dann habe ich mir das gedacht, dann mache ich das doch über diese kleinen Mikroschalter. Und die Mikroschalter ist ja super, die sind ja sehr zuverlässig. Ja, die kann man ja durchaus verwenden. Dann haben wir dann entsprechend davon, ich glaube, ja, 60 Stück, also 3x20 verschiedene mit Rolle, ohne Rolle, kurz und lang und wie auch immer. Und habe das dann entsprechend gebaut. Und wir haben gesehen, es funktioniert prächtig. Das heißt, der Servomotor klopft da immer an, dann schaltet sich auf Rot oder Grün und wenn das loslässt, dann entscheidet genau die andere Signalstellung. Passt sehr, sehr gut. Ich weiche gerade ein bisschen ab. Ich weiche, ja, ich weiß. Ich male gerade Weichen hier hinten auf mein, ja, was ist denn das eigentlich? Wie nenne ich denn das mal? Dieses Hartschaumbrettchen. Da entwerfe ich gerade eine wirklich grobe Skizze meines zukünftigen Gleisstellpultes. Ja genau, es wird schwarz werden vom Grund her und die ganzen Schienen und Weichen werden in weiß gemacht. Und zwar, wir sehen es jetzt hier unten im großen Bild, diese Rolle mit dem Aufkleber, das ist aus dem Airbrush. Die kann man um die Ecke biegen, ja, die kann man also ganz, ganz toll verlegen. Man braucht ein bisschen Gefühl dafür irgendwo. Eine ganz, ganz tolle Sache. Da komme ich aber noch dazu. Ich will euch nur mal zeigen, dass ich jetzt endlich anfange mit dem Stellpult. Und das muss ich natürlich auf diese Folie, die auf da noch draufgeklebt ist, hier mir alles vorzuzeichnen, mir Gedanken dazu zu machen. Wie wird eigentlich alles hier irgendwo realisiert? Was soll wohin? Wo möchte ich die LEDs hinhaben? Wo sollen die Taster hin? Und da gibt es so viele kleine Sachen, die da irgendwo gemacht werden müssen. Und das wollte ich euch eigentlich mal zeigen heute, wie es funktioniert. Und der Sinn des Videos, was ich eigentlich geschrieben habe, einmal ist zu wenig. Natürlich, ich möchte zwei Taster dran haben. Das ist mein Credo von dem Ganzen, was ich hier eigentlich heute erzählen wollte. Ich habe sehr, sehr langwierige Sachen gemacht. Das heißt, ich konnte jetzt nicht unendlich Videomaterial produzieren. Ich hätte es gekonnt, wäre aber sehr, sehr langweilig geworden, sage ich euch gleich, weil es immer wieder dasselbe gewesen wäre. Hier im Hintergrund für Interessierte, ich habe es hingeschrieben. Auf der linken Seite erstelle ich im Fusion 360 diese kleinen Halter für die Mikroschalter, ja, dass ich dir praktisch auf der Anlage aufschrauben kann oder aufkleben kann. Ich habe zwei verschiedene Varianten. Ich kann einmal mit Klebeband drunter arbeiten. Ich habe ein sehr, sehr festes. Kann ich euch beim nächsten Mal mit zeigen. Oder ich kann es eben schrauben. Deswegen mache ich gerade die 3 mm Löcher rein. Und auf der rechten Seite sehen wir das, wie es gedruckt wird. Unter Cura wird es dann ausgedruckt. Dann wird es gesliced, wie sich es nennt. Und das ist nur für Interessierte, wenn es mal interessiert. Der Rest wird wahrscheinlich sowieso schon abgeschaltet haben. Ich kann es nicht ändern. Ich muss zusehen, dass ich euch mal ein bisschen was Verschiedenes zeige und nicht immer das Gleiche. Aber wir haben für diese Woche das Update-Ende erreicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mal sehen, was ich euch da alles Schönes zeigen kann. Dann sage ich, macht's schön gut, euer Uli Aqua, aka Aquapainter heißt es. Tschüss.